Hi Leute, ich bin AC Player und das ist die 13. Folge von Resident Evil 4. Wir spielen weiter Kapitel 4.1 und gehen jetzt keine Ahnung wohin zum Ausgang. Jetzt müssen wir nur fliehen eigentlich. Aber bevor wir das tun, müssen wir noch uns heilen, beziehungsweise diesen Parasiten rausholen, der in uns schlummert. Und bald infiziert. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Okay, hier können wir diese drei Teile reinmachen. Einmal der Löwe. Einmal die Ziege und einmal die Schlange. Und jetzt geht's weiter. Warte mal, da ist eine Treppe. Wohin führt die? Keine Ahnung. Schauen wir mal, was da oben ist. Noch ein paar Schätze. Fünftausend wieder. Ah ja, von hier aus hat uns der Sir Salazar angesprochen. Ich frage mich, warum er eigentlich mich mit dem zweiten Vorname anspricht. Entweder sagt er Mr. Kennedy oder Mr. Scott Kennedy. Ich hoffe, das ist was wert. Warte mal, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Kann ich hier? Nein, hier habe ich nichts. Also gut, weiter geht's. Puh. Gehen wir durch die große Tür und schauen, was auf uns wartet. Ah ja, zusätzlich Munition schadet nie. Nehmen wir, was wir können. Na, hüpfen mal rüber. Und wir fahren wieder irgendwo weiter. Wo sind wir denn jetzt? Das gefällt mir überhaupt nicht, gell? Muss ich mal sagen. Oh. Dass wir diese Porträts auf die Seite schieben können, das wusste ich auch nicht. Aber den hier nicht. Warte mal. Nehmen wir mal das hier noch und schauen uns mal die Karte an. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Viel bleibt uns nicht mehr übrig von dieser Karte. Hier ist eine Tür. Irgendwas ist da. Und rechts ist auch eine Tür. Ja, gehen wir, checken wir es ab. Wir müssen geradeaus gehen, um zum Ausgang zu kommen. So, hier haben wir zwei. Wait. Bleib hier. Und das werde ich verschieben auf diese andere Plätze. Und ich selber werde mich auch noch auf einen Platz stellen müssen. So, da geht eine Tür auf. Das gab es aber vorhin nicht, glaube ich.
Okay, da komme ich nicht weiter. So, du wartest mal lieber hier. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Salazar unterschätzt uns mal ein bisschen. Jetzt müssen wir hier die Dinger abschießen. Und dann wird wieder alles gut. So, prima. Sehr schön gemacht. Und jetzt können wir hier weiter. Zwei Schüsse. Den einen habe ich. Den anderen muss ich nicht anders aufstellen. So, jetzt. Komm. Komm, Ashley, komm. Wait, follow. Na, fließt das hier rein, oder? Nicht so ganz. So, aber die Kisten können wir alle zerstören, können wir alles aufnehmen, was wir da haben. Was ist das? Elegantes Schachbrett, aber nur mit zwei Figuren. Gott, wenn wir das nachher alles verkaufen, werden wir Kohle haben ohne Ende. Gral der Königin. Ich glaube, wir mussten sogar hier gehen. So, und jetzt können wir wieder zurück. Und dann haben wir noch einen Weg. Oder? Den da, ja. Fenster auf. Da ist ein Schränkchen. Was ist denn hier? Warte mal, irgendwie gefällt es mir nicht. Oh nein, nicht die. Ist schon wieder. Bleib mal hier. So, schön sauber. Da kommt noch mal einer. Sehr gut. Ashley, warte. Follow me. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn sie jetzt mitkommt. Warte, warte, warte. Gewehrmunition. Da haben wir nichts. Da ist ein Kraut. Nehmen wir. Warte mal, dich lasse ich hier draußen. Möge der Zorn des Bösen den treffen, der die Ruhe dieses heiligen Grals stört. Gral des Königs nehmen. Ja. So. Jetzt müssen wir gegen diese hier, Ritter Königs und der Königin kämpfen. Wow, 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 wow. Langsam. Warte, 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 ich habe eine Idee. Okay, die zwei liegen flach. Nein, das ist keine gute Idee, aber das hier. Aber der steht ja immer noch. Komm her. Komm her, Kollege. Komm.
Wow. So, das war's. Oder auch nicht. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob das hier was bringt. Na, kommt her. Kommt her, Jungs. Nein, das bringt nichts. Okay, nehmen wir mal wieder das hier. Wow. Eieieiei. Hau ab. Oh Mann, jetzt muss ich mich heilen. Und zwar damit. Ah, so viel bringt es auch nicht. Kombinieren wir gleich damit. Irgendwas. Oh, wie lange wollt ihr eigentlich noch? Wow. Das war jetzt was, ja? Mann. Ich hoffe, ich werde diesen Kampf von vorne beginnen, weil ich nämlich eine andere Idee habe. Wait. So, warte nochmal. Zweite Runde mit den Rittern war viel schwieriger schon. Die waren viel stärker. Deswegen hätte ich mal eine andere Idee, wie ich die mal erledigen kann. Ja, das hatten wir schon. So, und jetzt warte mal. Gott sei Dank sind sie ein bisschen langsam. Wow. Yay. Wieso treffen die mich? Okay. Mit zwei. Nein. So, und jetzt machen wir diese Blendgranate. So, erledigt. Warte. Ja, das verwenden wir. Und kombinieren nochmal das mit dem. Ei. Das hier brauche ich. So, jetzt brauche ich euch drei an einem Fleck. Okidoki. Probieren wir mal. Vielleicht bringt's was. Naja, nicht viel. Ich habe jetzt kein... Hopsala, hoppala, hoppala. Warte mal, machen wir jetzt... Ich habe noch zwei Blendgranaten. Der hat ja immer noch nicht genug, gell? Der eine. Aber jetzt. Mal schauen, ob ich
Nee, doch nicht. Lassen wir es lieber mit experimentieren. Machen wir den platt. Und somit habe ich mir den... Kann ich mir jetzt... jetzt habe ich den Faden verloren. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. So. Da laden wir es noch auf. Und weiter geht's. Und das kann ich mir auch noch ein bisschen aufladen. So, den Gral der Könige habe ich. Oder die Grale der Könige und Königinnen. Dann können wir jetzt... Sie können Ashley nicht zurücklassen. Ja, dann komm her. Oho. Das war vorhin, glaube ich, nicht da. Erhalte eine Probe. Wie du vielleicht weißt, hat Lord Sadler Sera beseitigt. Die Probe ist, wo sie hingehört. Ich hatte gehofft, alles könnte geregelt werden, ohne den Lord zu belästigen. Hauptsache, die Probe ist wieder da. Ich freue mich maßlos. Jetzt, wo die Probe in unserer Obhut ist, ist es schwerer für die lästige Frau heranzukommen. In dieser Hinsicht ist es schade, dass Sera gehen musste. Auch er hätte eine strahlende Zukunft vor sich gehabt, hätte er unseren Glauben geteilt. Das Schicksal der beiden anderen Amerikaner hat der Lord in unsere Hände gelegt. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Wir werden Ashley fangen und vor den Lord bringen. Da bin ich mal gespannt, ob es euch gelingt, Jungs. So, und wir gehen jetzt da lang. Oh je. Schon wieder die Deppen. Einer weniger. Der zweite weniger. Okay. Ja, komm, Jungs. Bleiben. Warte. Jetzt können wir hier nochmal die Schätze einsammeln. Einmal. Zweimal. Dreimal. Edelsteine, Edelsteine, Edelsteine. So, und hier können wir diese Grale einsetzen. Hoppla, der andere. Gral des Königs platziert. Und hier den Gral der Königin. Und somit können wir weitergehen. Was ist denn da auf der anderen Seite? Das gefällt mir nicht, gell? Also ohne Witz, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, was da sein könnte. Oh Gott. Ich würde gerne wieder einen Händler treffen, damit ich weiß, wie viel, was ich mir alles jetzt erlauben darf. Oh nein, das mag ich hier überhaupt nicht, gell? Warte mal, das können wir ja gleich... Oder auch nicht. Okay. Ashley! Great! More of them!
Also gegen diese Viecher will ich eigentlich nicht kämpfen. Alter, hau ab. Hau doch einfach mal ab. Wir müssen mal die Brücke runterlassen. Hebel umlegen, ja. Das geht hier nicht, natürlich. Aber es geht auch was anderes, nämlich hier einmal, zweimal. So, Brücke ist unten und dann können wir zum Ausgang. Hoppla. Jetzt wird es sinnvoll, hier Energie ein bisschen aufzufüllen. Oh Mann, jetzt hau doch mal ab, ihr bekloppten Viecher. Ich mag euch nicht. Oh, komm, renn. Da. Komm. Ausgang. Oh, Händler. Gott sei Dank. So, hallo, Herr Händler. Zeig mal, was du hast. Erstmal verkaufen wir das ganze Zeug, was wir da erworben haben. Schachbrett 13.000. Thank you. Is that all? Boah. Kaufen. Was kann man hier kaufen? Aktenkoffer XL. Is that all? Ja, das kaufe ich auch. Weil eins werde ich gleich benutzen. Thank you. Und ich kaufe mir auch hier Aktenkoffer XL. Thank you. What are you buying? Das ist, glaube ich, jetzt der. Thank you. So, Pistole haben wir fast alles. Gewehr. Ja, das ist schon wenig viel. Okay, das lassen wir. Jetzt hier verwenden. Und ich werde jetzt speichern. Mal vorsichtshalber. So, und jetzt schauen wir nochmal, wo wir jetzt sind genau. Hier. Müssen irgendwo da hin. Da gehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao.